Christine Keller, Märchen aus der Besteckschublade. Hoppla, entfuhr dem Messer, ich sehe Licht in der Finsternis. Die Gabel neben ihm drehte sich um, beschwerlich schläfrig. Gar noch nicht Zeit für Mittagessen. Der Suppenlöffel, immer den Löffel voll Worte, rief Rebellion! Revolution, murrte das Messer. Du denkst nicht weiter als ein Suppenkonzentrat. Oder ein Suppenkonzentrat denkt nicht weiter als du, krähte Klein Dessertlöffel, der stets diese Rätze umdrehte. Messer, Gabel und Löffel pfiffen ihr Lied. Ziege, Zage, Megalöle, Ziege, Zage, Megalöle. Zu viert entschlüpften sie der Schublade, bewunderten erst ihren Stahlglanz, doch dann entfachte sich ein Streit, wie die gewonnene Freiheit zu nutzen sei. Die Gabel wollte Dauerwellen in ihre vier Zacken, das Messer Ordnung schaffen im Haus. Der Suppenlöffel ein rührendes Story, um viele Tränen zu sammeln. Kleine Seerlöffel begnügte sich damit, ein wenig in der Luft herumzurühren. Messer, Gabel und Löffel sangen voller Lautstärke: Säge, Sage, Megalöle, Säge, Sage, Megalöle. Die Gabel stürzte sich mit ihren Wünschen ins Bad, zu Rasier- und Frisierapparat, die Löffel zu TV und Video, das Messer auf diverse Kabel, die Kabel existierten nicht mehr lange in ihrer alten Länge. Wenn du nicht den Film siehst, dann sieht er dich. Der Suppenlöffel riss Klein Dessertlöffel aus dem Funkenregen. Messer, Gabel und Löffel jubelten ihr Liedchen. Ziege, Zage, Megalöle, Ziege, Zage, Megalöle. Immer eingesperrt und nur zur Mahlzeit herausgezerrt. Ich will Rache. Rache bis zur Wohnungstür. Das ist die Gesetz. Ordnung der Unterdrückten, schrie das Messer in seiner Wut und begann an den Tischbeinen zu sägen. Die Gabel, die nicht gern Sägespäne sah, bohrte ihre frisch gewellten Zacken in den Polsterstuhl, um nichts zu sehen. Der Suppenlöffel versuchte, Klein Dessertlöffel zu bändigen, welcher alles überschrillte. Sonst will die Rache dich! Messer, Gabel und Löffel brüllten ihr Liedchen. Ziege, Zage, Megalöle, Ziege, Zage, Megalöle. Dann wurde es unheimlich still. Alle vier ergänzten sich in ihrem Vernichtungstrieb. Sie schnitten und hackten, verstreuten und backten, sie mixten und tranken, hicksten und stanken. Der Suppenlöffel bemerkte voll Häme: Das geschieht, wenn das Besteck nicht in der Schublade bleibt. Mit Echo von Klein Dessertlöffel: Oder wenn die Schublade nicht im Besteck bleibt. Messer, Gabel und Löffel lärmten ihr Lütchen. Ziege, Zage, Megalöle, Ziege, Zage, Megalöle. Bald war die Wohnung unbrauchbar. Müssen wir jetzt ins Altmetall? Fragte die Gabel atemlos aus dem Zerstörungsrausch erwachend. Es gibt noch andere Wohnungen im Block, knurrte das Messer und zertrennte sorgfältig die letzten Aktennotizen. Der Suppenlöffel
starrte auf die versammelt vergammelten Lebensmittel, auf diesen Berg, den kleinen Dessertlöffel unentwegt mit sämtlichen Gewürzen bewarf. Messer, Gabel und Löffel wiederholten unentwegt ihr Liedchen. Zicke-zacke, mega-lö-lö, mega-zacke, mega-lö-lö, zicke-zacke, mega-lö-lö, zicke-zacke, mega-lö-lö. Über Internet verfolgten landesweit die Bestecke hingerissen diesen initialen Zerstörungstrip. Über kurz oder lang schlossen sich Messer, Gabeln und Löffel aller Haushalte an und das Ganze bekam System. Türen wurden geknackt, Wohnungen durchwühlt, von unten bis oben, von oben bis unten, auch Ämter und Heime blieben nicht verschont. Das war die Besteckrevolution. Hoho! Die Menschen haben uns nicht mehr im Griff, wir haben sie im Griff. Dieser Slogan des Dessertlöffels wurde durch Länder und über Meere getragen. Messer, Gabel und Löffel triumphierten mit ihren Liedchen. Zicke, zacke, mega, lö, lö, zicke, zacke, mega, lö, lö. Die menschliche Rasse hatte in der Tat nichts mehr zu sagen. Auf dem Planeten bekämpfte das Besteck die Menschen und, wie verhext, bald sich selber. Messer gegen Gabel, noch besser, Messer gegen Messer. Die Suppenlöffel sorgten für Nachschub an Kampfmaterial, während die Dessertlöffel löffentlich die Berichterstattung verdrehten. Messer, Gabel und Löffel blitzten. Donnerten ihr Liedchen, zigge, zagge, mega, löle, zigge, zagge, mega, löle. Was im Kleinen begann, hätte leicht in einem Besteckuntergang enden können, wenn da nicht auf einem anderen Planeten ein ausgewandertes, überirdisch intelligentes Wesen ins Fernrohr geschaut hätte. Es war die altehrwürdige Silberzange von den Plejaden. Da hilft kein Paralleluniversum. Wir müssen die Erde in die Zange nehmen. Tschick, sagte sie mit Silberlächeln zu sich selbst und stieg in ihr UFO. Schließlich, fügte sie hinzu, habe ich genug in Atlantis gelernt, bevor es hops ging und von der Erde ruhig mal wieder einen Besuch abstatten. Messer, Gabel und Löffel verfolgten immer noch ihr Liedchen. Zicke, zacke, mega, löle, zicke, zacke, mega, löle. Das UFO lenkte seine Schritte dank harmonisierter Feldgleichungen souverän durch den Planetenstau. Die Silberzange hing dabei nostalgischen Erinnerungen nach von Zuckerdosen und Plätzchen auf schimmernden atlantischen Kristalltellern serviert. Doch, oh weh, der blaue Ball am Horizont erschien schon aus Mondesnähe tumultös. Die Erde, voll besteckt, Besteck besetzt, hatte alles schubladisiert, was Mensch war. Messer, Gabel, Löffel und besonders die boshaften Dessertlöffel ließen seit der Besteckrevolution ihre humanoiden Sklaven alles schneiden, stichern und auslöffeln. Messer, Gabel und Löffel kanonisierten dabei ihr Liedchen. Zicke, zacke, mega, löle, zicke, zacke, mega, löle. In dieser Stunde sahen irdische Bestecksterndeuter den Zangenkometen.
und erschraken. »Kommt das jüngste Zangengericht?« fragten sie sich. »Besteck ist zwar oral, doch nicht ohne Moral. Man merke sich das. Eine Bewegung huschte über die Welt, über alles, was stählern glänzte, und alles Besteck hüpfte uniform zurück in die Schublade. Stöhnend richteten sich die Menschen auf, glaubten kaum, dass sie wieder Herr und Meister in ihrem Leben sein durften. Silberzange zog eine Schleife um den Planeten. Dann beschloss sie, ihren Auftritt zu beenden und jagte zurück zu den Plejaden. Messer, Gabel und Löffel summten nur noch verborgen ihr Liedchen. Zige, zacke, mega, löle, zige, zacke, mega, löle. Die befreiten Menschen waren leider noch immer traumatisiert. Sie aßen in Zukunft von Hand ihre Speisen, behandelten ihr Besteck wie unheimliche Reptilien. Auch in unserer Schublade war darüber nicht eitel Freude. Kleine Dessertlöffel drehte nur noch in Gedanken Tiramisu und keine Sätze mehr um. Das Messer war stumpf vor Trübsinn. Und die Gabel hatte alle Freude am Glitzern verloren. Der Machtmissbrauch ließ sie erkennen. Wir sind nicht besser als unsere Menschen. Messer, Gabel und Löffel notierten in den Besteckannalen ihr Liedchen. Ziggezagge, mega lölö, Ziggezagge, mega lölö.